Hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Let's Play OMSI 2. Wir befinden uns heute nochmal auf Gutenberg Modern oder V2 Modern und fahren die Linie 10 von der Siedlung Marienhöhe nach St. Marien ist das, glaube ich. Das Ganze mit dem NG313 Viertürer, weil sich mal gewünscht wurde, dass ich den mal fahren soll. Und ja, eigentlich wird die Linie von einem Solobus bedient, aber ich hatte jetzt einfach irgendwie auch Lust, Gelenkbus zu fahren. Deshalb, ja, Vorratsdruck ist klar. Linie 10 nach St. Marien, genau. Meine Stimme ist noch ein bisschen im Eimer, ich bin noch nicht allzu lange wach. Fahrplan können wir aktiviert lassen und, ja. Ach so, nee, Vorratsdruck, wir fahren nicht los. So, ich hoffe, das klappt jetzt auch alles mit der Aufnahme. Also, falls es zu Bildproblemen kommen sollte, dann sind die auch ab nächster Folge direkt schon wieder weg. Aber ich habe gerade mal ausprobiert, mit einer älteren OBS-Version das zu machen und im Test hat es geklappt. Ich hoffe, dass es jetzt auch läuft. Wenn nicht, dann, ja, sind die halt in der Folge jetzt wieder da. Aber das behebe ich dann bis zum nächsten Mal wieder. So, wie lange dauert das denn noch mit dem Vorratsdruck hier? Ah, okay. Moment gerade. So, jetzt können wir los. Nö, können wir nicht. Der Bus will nicht. Hallo? Passiert da heute noch was? Oder muss ich nachhelfen? Sag mal, jetzt stehe ich hier schon 2 Minuten lang und es geht trotzdem nichts voran. Loch im Tank oder wie? So. Jetzt aber. So, ich bin mal gespannt, wie die Linie so ist. Ob man da mit dem Gelenkbus auch halbwegs vernünftig durchkommt, weil gefahren bin ich sie noch nicht. Wow, hier ist ja direkt schon mal keiner. Okay. Ich denke mal, allzu viele Fahrgäste dürften wir auch nicht aufnehmen im Laufe der Fahrt. Nicht umsonst fährt hier jeden Tag ein Solobus. Die Linien 1 und 2 sind ja, glaube ich, die einzigen Linien, die auch nur montags bis freitags von Gelenkbussen bedient werden. Deshalb, ja, Solobus wäre wahrscheinlich passender. Aber ist mir egal. Übrigens auch für die, die es noch nicht gesehen haben, um 18 Uhr kommt alle 2 Tage Edna bricht aus. Das ist ein nettes kleines Point-and-Click-Adventure. Da würde ich mich freuen, wenn ihr auch mal reinschauen würdet. Ist auf jeden Fall ganz interessant und auch so von der Story her ganz cool. Man kann mich auch durchaus failen sehen. Normal, bitte. Da würde ich mich freuen. Und einige haben schon reingeschaut, das finde ich super. Ja. Mir macht das Projekt auf jeden Fall sehr Spaß. Da kam gestern um 18 Uhr die erste Folge. Boah, ich habe so einen übelsten Frosch im Hals, das ist total zum Kotzen. Hoppala. Kann ich eigentlich jetzt schon wieder 1 Minute zu früh sein? Taubenstraße. Nächste Haltestelle. Bauhofstraße. Ach hier, Taubenstraße. Nächste Haltestelle. Taubenstraße. Genau, so, ich spule mal 1 Minute vor, weil ich weiß jetzt nicht, was das hier für ein Fahrplan ist.
Ich meine, ich bin 50 gefahren. Das wird ja wohl okay sein. Auf einer gesonderten Busspur. Auch wenn hier Betonplatten liegen. So, was hier? Rechts vor links? Nee, stopp. Also entweder da fehlt ein Vorfahrtsschild oder ich hab's einfach übersehen. Alte Druckerei. So, ich bleib einfach mal bei meinen 50. Wenn nicht, spule ich halt nochmal eine Minute vor. Ist mir doch egal. Ja, ihr dürft auch sehr gerne schreiben, welche Linie ihr denn noch sehen wollt. Hier auf Gothenburg jetzt mal gerade, weil mir gefällt die Karte auch durchaus ganz gut. Sie hat zwar hier und da so ein paar kleine Macken, aber ja, alles nicht so wild. Sie macht auf jeden Fall Spaß zu fahren. Also ich bin gestern auch die 30 mal offscreen gefahren. War eigentlich ganz cool. Deshalb schreibt da gerne mal, welche Linie denn vielleicht noch ganz interessant ist oder so. Wow. Ja, genau. Also sowas meine ich halt hier mit kleinen Macken, dass da einfach mal so ein Loch im Asphalt ist. Ist natürlich weniger schön, aber nichts Großes. Hält mich jetzt nicht davon ab, die Karte zu fahren. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Jawohl. So, also manche Ampeln verstehe ich aber doch nicht. Ja, wobei doch, jetzt kommen da ein paar angefahren, aber ich glaube, hier wird man auch ohne Ampel rauskommen. Ah, wobei die Phase ist in Ordnung. Sie hält nicht allzu sehr auf. Ah, Hilfe. Was passiert, wenn man woanders hinguckt? Nächste Haltestelle. Bauhofstraße. So, hier ein bisschen aufpassen. Ich habe immer ein bisschen Angst vor diesen großen Blumenkübeln da. Ich weiß nicht warum. Ich meine, ich habe mal irgendwie eine die hatten mal irgendwie eine große Kollision oder so und seitdem traue ich mich da nicht mehr so richtig ran, aber ich kann mich da auch total täuschen. Ich weiß auch nicht. Hoppla. Bitte. So, ja, wie gesagt, nichts los hier. Nächste Haltestelle. So ein paar wenige haben wir dabei. Die haben sich glücklicherweise alle hingestellt, die Idioten. Aber über Platzmangel kann ich nicht klagen. Also so rein vom Platz her ist das mit dem Gelenkbus kein Problem. Nur was das Fahrgastaufkommen angeht, ist halt, zu wenig los dafür. Aber das war mir heute, wie gesagt, mal total egal. So, ich gebe einfach mal ein bisschen Gas. Wenn es hier schon mal fast nur geradeaus geht, dann nutze ich das. Zudem ist die Straße ja auch mehr als breit genug. Da der Gegenkurs. Ja, hier ist halt so, ja, man hätte noch ein bisschen mehr an der Vegetation machen können und so, ne? Halte ich da?
Wenn ja, fehlt da ein Pfeil. Okay, ich halte da. Dann fehlt da was. So, ich packe hier mal Kneeling rein, weil hier ist irgendwie... Ach doch, das ist ein Bordstein, aber das sieht man nicht so richtig. Na gut. Muss ich nicht verstehen. So. Stimmt das? Columbia Park, ja. So. Ach, nächste, wir sind da gleich schon wieder da. Grönitz, Friedhof. Weil ich muss ja sagen, ich finde das ja immer sehr angenehm, wenn es nicht so lange dauert. Wenn man mal solche kürzeren Linien hat. 80! Das wird natürlich ausgenutzt, auch wenn da in 100 Metern schon wieder eine rote Ampel ist. Okay, ich habe die Bremsen ein bisschen falsch eingeschätzt. Lalala, ihr wollt mich doch sicher vorbeilassen, oder? Dann halt nicht. Ich war's nicht. Ich weiß nicht, warum der da parkt. Kann ich nichts für. So, ich muss nach links. Perfekt. Bin ich hier ja glücklicherweise genau richtig. So, welche Linie kommt denn noch von da? Die 1 und die 92. Ach so, das ist auch eine Abbiegerspur. Nee, ich glaube, der hält nicht an. Ich gehe das Risiko jetzt mal nicht ein. Weil wenn die mir da mit Vollgas reinkacheln, dann ist das, glaube ich, weniger angenehm. So, warum das jetzt gerade anfängt, tierisch zu laggen, kann mir aber auch keiner sagen, oder? Wobei ich mir vorstellen kann, woran es liegt. Ich würde mal behaupten, wir wechseln mal gerade die Kachel, damit der Unfall verschwindet. Dann geht's nämlich meistens wieder. Ja. Oh, guck mal, hinten ist die Tür auf. Na gut, Frischluft für alle. Wie hab ich denn das jetzt geschafft? Normalerweise, sollte der ja eigentlich blockieren. Ich lass den mal gerade zumachen. Und mach nochmal ein Bild. Aua, laut. So, da vorne kommt wahrscheinlich die 92. Oder? Nee, 1E. Oh, wo muss ich hin? Geradeaus. Nächste Haltestelle. Nicht da rein. Rosenstraße. So, danach müssten wir doch eigentlich, ja, zwei Haltestellen noch. Ihr bekommt mal Kneeling. Bordsteine sind hier ja irgendwie nicht so.
So, jetzt ist jetzt ist auch zu, die vierte Tür. Ah, schön. Hier hat irgendwie keiner Interesse dran, vielleicht noch mitzufahren oder so. Nee, gut. Ja gut, ist ja auch nur noch eine Haltestelle bis zum Endhaltepunkt. Und dahinter kommt schon die 1, deshalb, liegt es wahrscheinlich daran. Die wollen alle dahin. So, 30. Ich fahre 30 pro Seite. Das passt. Ausstiegpause, St. Marien. So, vielleicht mal nicht so weit vorfahren, damit die 1 da auch noch vorbeikommt. So, und dann, sind wir am Ende angekommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, dass es euch gefallen hat und hoffe auch, dass jetzt diese Bildfehler nicht wieder da sind, auch wenn es mich ein bisschen wundern würde. Ansonsten, wenn sie da waren, dann sind die ab nächster Folge auch schon wieder weg, weil dann nutze ich halt wieder die andere Aufnahmemethode. Juhu. Ja, bis dahin, macht's gut und tschüss.